Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video in Kerstins Küchentraum. Heute möchte ich euch mal das Schleifen erklären. Das braucht ihr zum Beispiel viel, wenn ihr eure Semmeln selber macht. Oder wie bei mir jetzt, ich mache jetzt die Soft-Ofen-Berliner von Slava. Das braucht ihr einfach, damit ihr oben eine schöne Oberflächenspannung erhaltet, damit die Brötchen dann auch einfach schön gleichmäßig aufgehen. Ich wollte euch einfach zeigen, wie ich das Ganze mache. Und zwar nehme ich mir einen Teigling und schaue, drück mir den so ein bisschen flach und die Außenkanten, die biege ich einfach einmal alle so nach unten, weil ihr dann schon so eine gewisse Spannung hier oben habt. Seht ihr das? Und dann nehme ich mir einfach den Ball und fange an, den so zu rollen. Also einfach immer richtig schön mit der Hand so rollen. Der dreht sich dann auch selbst ein bisschen. Bei manchen Teigen, muss ich sagen, geht das auch echt schwer. Bei diesem Teig hier geht das einfach wunderbar. Also der ist wirklich perfekt. Ich hatte aber auch schon Brötchenteige. Da ging das Ganze wirklich verdammt schwierig. Aber hier geht es wirklich gut. So. Und wenn ihr das wirklich schön gerollt habt, dann seht ihr, dass es oben wirklich so eine schöne ebenmäßige Fläche ist. Und unten habt ihr dann so einen kleinen Knubbel drin. So sollte das Ganze aussehen. Ich setze mir das jetzt einmal aufs Backblech und zeige euch das Ganze mit noch einem Stück und dann am besten mal gucken, dass ich es am Computer auch dann in Zeitlupe einstelle. Also einfach alles schön nach unten formen, dass ihr unten praktisch einmal alles schön zusammenknubbelt. Seht ihr das? Dann einfach mit der Unterseite drauflegen auf eure Arbeitsplatte und dann immer schön rollen, rollen, rollen. So entsteht einfach eine schöne Oberflächenspannung. Das Ganze wird schön glatt. Geht euch gleichmäßiger auf. Reißt euch nicht so ein. Also, einfach immer einen kleinen Druck auch ein bisschen ausüben mit der Hand. Und ich nehme das wirklich so relativ großzügig in die Hand. Also ich umschließe es nicht so extrem. Und dann rollt sich das auch ganz von allein. Ihr müsst einfach nur diese Bewegung drauf haben. Und dann funktioniert das wirklich super. Also ihr seht oben wieder schön ebenmäßig und unten den Knubbel. Ich hoffe, ich konnte es euch im Video gut zeigen und erklären, dass der ein oder andere weiß, was das bedeutet, wenn in einem Rezept steht, den Teig schleifen, weil einige doch immer wieder fragen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.